Hallöchen, mein Lieben, und willkommen zu meinem Baby-Haul Teil 2. Ich bin jetzt aktuell schon in der 30. Schwangerschaftswoche und wir befinden uns, wie ihr seht, schon in unserem Babyzimmer. Und ich bin echt wirklich, ja, so ein bisschen zappelig langsam, denn ich habe die 30. Woche erreicht und es ist im Endeffekt gar nichts fertig. Also, ja, es könnte kein Baby bei uns einziehen. Laut meiner Mama, Nestbautrieb, könnte aktuell kein Baby bei uns einziehen. Klar, wir haben jetzt hier schon die Wickelkommode aufgebaut und befinden uns gerade im Kinderzimmer. Aber wenn ihr das vor mir sehen könntet, das Chaos, dann wisst ihr, hier ist nichts fertig. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich fleißig geshoppt und euch ja auch schon ein Babyhaul hochgeladen. Und jetzt kommt Teil 2, denn in der Zwischenzeit ist ein bisschen was bei uns eingezogen natürlich. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass mir noch einige Sachen fehlen und bin deswegen jetzt fleißig auf Vinted unterwegs. Aber dazu erzähle ich euch dann gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt kommt erstmal das, was wir die letzten Wochen so gekauft haben. Das Babyzimmer ist übrigens noch von meiner ersten Tochter übrig. Das werden auch die meisten von euch kennen, die uns schon länger verfolgen. Da haben wir jetzt die Wickelkommode aufgebaut. Und das Babybett. Wir haben unser Schlafzimmer für unseren Babyboy aufgegeben. Wir befinden uns also aktuell gerade in unserem alten Schlafzimmer. Und wir sind tatsächlich als Eltern auf den Dachboden gezogen. Da seht ihr auf Instagram mehr dazu. Und es gibt natürlich auch später eine Roomtour vom Kinderzimmer. Das wisst ihr natürlich ganz genau. Aber wie gesagt, es ist hier absolute Baustelle. Der einzige Bereich, der filmbar ist, ist dieser hier. Deswegen habe ich mich ja auch hier hingesetzt. Damit ich nicht gleich völlig aus der Puste bin, fangen wir an. Ich habe hier alles sortiert nach schon gezeigt und noch nicht gezeigt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen was an Babykleidung, die wir uns noch gekauft haben. Und es ist natürlich auch noch ein bisschen was an großen Sachen dazu gekommen. Fangen wir einfach mal an mit Dingen, die ich tatsächlich gekauft habe. Da war ich noch nicht mal schwanger. genau, das habe ich mal gesehen. Da wusste ich, okay, es kommt auf jeden Fall ein drittes Baby. Und das habe ich bei uns im Secondhand-Laden gesehen, dieses Set, und habe es mitgenommen. Es ist auch ein bisschen gelb geworden jetzt tatsächlich über die Zeit, weil es tatsächlich auch schon 2 Jahre wahrscheinlich rumliegt, denke ich mal. Genau, das ist ein H&M-Set hier mit Winnie-Pooh-Bär, mit passender Mütze und natürlich auch passender Hose dazu. Genau, das wollte ich euch zeigen. Wir haben natürlich auch noch ein paar Sachen von unserer kleinen Maus übrig. Diesen Strampler hier hatte zum Beispiel meine kleine Maus vor 3 Jahren an fast. Und auch der wird natürlich jetzt wieder weiter vererbt für den kleinen Bruder. Aber diese Sachen zeige ich euch jetzt einfach mal nicht, weil genau, das ist ja total irrelevant. Wir haben noch diesen süßen Strampler hier gekauft. Den fand ich auch ganz süß. Der ist auch von H&M in 56 mit so einem süßen Schäfchen drauf. Und was ich auch richtig süß finde, ist hier von Winnie the Pooh Bear so ein Einteiler. Finde ich auch richtig goldig. Der ist auch in Größe 56, genau, obwohl der sehr groß und vor allem sehr breit ausfällt. Also, weiß nicht, ziemlich breit. Jetzt bringt die Kleine hier gerade die neue große Giraffe. Die kennen bestimmt auch einige. Die ist von H&M Home. Und die habe ich bei Vinted ergattert. Genau, das ist ja so ein Riesending hier. Und da das Kinderzimmer ja so ein bisschen Thema Giraffe haben wird, habe ich mich für diese Giraffe entschieden. Süß, oder? Ich wollte allgemein ein bisschen mehr diesmal mit Einteilern arbeiten. Also meine kleine Maus hatte ja zum Beispiel am meisten Body und Strumpfhose an in der Zeit, als sie noch ganz, ganz klein war. Und diesmal möchte ich ein bisschen mehr mit Einteilern arbeiten, weil ich finde, das ist ein bisschen bequemer für die Kinder, glaube ich. Und sieht gleichzeitig auch ein bisschen schöner aus, würde ich sagen. Deswegen habe ich mir hier zum Beispiel so einen Einteiler bei Vinted besorgt. Oder diesen hier zum Beispiel. Aber wie gesagt, ich finde, die von H&M wirken ziemlich breit. Deswegen habe ich tatsächlich noch andere gefunden, die mir sehr, sehr gut gefallen vom Schnitt her. Und zwar sind die von Carters. Die sehen so aus. Die sind vom Schnitt ein bisschen schöner, finde ich. Genau, ich bin mir aber nicht so sicher. Die haben immer so lange Arme, diese Strampler. Die hat Mama selber genäht für den kleinen Babyboy. Ist auch ein richtig schöner Stoff. Genau, diese Steifjacke habe ich auch noch von Vinted geholt. Jacken sind gerade mit Kapuzen ja wirklich unpraktisch in der ersten Zeit. Aber ich auch als Dreifachmama habe mir trotzdem wieder welche gekauft, weil die super süß sind. Genau, die können wir auch noch mal zeigen. Wir haben nämlich noch eine
Ich finde die halt schon ziemlich praktisch für einen Kinderwagen oder sowas, weil es wird ja ein September-Baby eigentlich. Ja, da müssen halt nicht komplette Anzüge her, aber es gibt halt auch Tage, da brauchst du mal so ein Jäckchen drüber. Und genau, da habe ich mich hier wieder für eine von Steif entschieden. Auch alles von Vinted übrigens, ne? Also wir haben fast nichts neu gekauft. Genau, auch richtig süß, auch ein 56. Und wie gesagt, diese hier auch dann, ne? Die kann man mal schnell drüber werfen, finde ich eigentlich ganz praktisch. So, dann habe ich noch ein paar von diesen Carters-Einteilern. Da habe ich mir tatsächlich ein paar mehr geholt. Diesen hier zum Beispiel. Oder diesen hier. Genau, hier sowas zum Beispiel. Und die sind alle von Carters. Und vor allem mit Reißverschluss ist halt mega praktisch am Anfang. Ich glaube, das ist einfach ganz praktisch, wenn die Babys das anhaben. Da können die sich schön frei entfalten. Aber ich habe natürlich noch keine Praxiserfahrung damit. Ich habe natürlich auch noch ein paar Strampler geholt. Ich bin eigentlich nicht so der Strampler-Fan, tatsächlich. Aber den einen oder anderen haben wir dann doch. Genau, hier sowas zum Beispiel auch noch. Ist auch ganz süß. Dann habe ich natürlich auch ein paar Bodies besorgt. Und tatsächlich ist Thema Bodies so das schwierigste Thema, denn ich habe in 56 fast keine. Und das ist tatsächlich das Problem. Ich habe in 50 ein paar, also in 50 eigentlich zu viel, weil mein Baby wird ja jetzt schon ein bisschen größer geschätzt. Und dementsprechend denke ich, werden wir 50 nicht so lange tragen. Meine Mädels haben 50 ja wirklich über Wochen getragen. Und dementsprechend habe ich halt auch eingekauft. Mal gucken, wie lange der Kleine das dann tragen wird. Aber ich finde diese gerippten Bodies hier von H&M so unglaublich schön. Und habe mir da auch bei Vinted das Dreier-Set geholt. Habe aber auch noch ganz, ganz viele andere H&M-Bodies bei Vinted gefunden. Hier zum Beispiel zwei gestreifte. Also bei Vinted kriegt man da wirklich richtig tolle. Und ich habe tatsächlich heute Morgen 20 Bodies bei H&M in Größe 56 gekauft von einer Mami. Einmal so ein komplettes Set, wo ein Body nicht mal 1 € gekostet hat. Das ist echt schon mega, mega praktisch. Deswegen sind wir da jetzt auch ausgestattet. Dann habe ich hier auch noch so ein süßes Zara-Set gefunden auf Vinted. Hatte ich bei meinen anderen beiden Kindern auch und sehr wenig getragen eigentlich. Deswegen habe ich diesmal auch nur ein Set mitgenommen. Und ich finde es aber trotzdem sehr, sehr süß. Und es war sehr, sehr günstig. Es war ein richtiges Schnäppchen. Und dazu gehört natürlich auch noch die passende Hose. Die finde ich auch einmal richtig, richtig süß. Mal gucken, ob der Kleine das überhaupt anzieht. Hier ist noch ein Body zum Beispiel in 56. Den habe ich bei uns im Secondhand-Laden gefunden von Name It. Ihr wisst ja, ich liebe, liebe, liebe Name It. Und genau, dazu hatte ich irgendwo auch noch eine dunkelblaue Hose. Aber naja, diesmal wieder irgendwo. Für die Einteiler, für die Carters Einteiler, habe ich gedacht, darunter ist halt so ein Langarmbody richtig bescheuert. Und deswegen habe ich von Carters ebenfalls ein paar kurze Bodies gefunden bei uns im Secondhand-Laden. Genau, eigentlich bin ich ja bei Babys überhaupt kein kurze Bodies-Fan. Also die brauchen das halt einfach nicht. Und unter so einem Einteil ist es aber dann ganz praktisch. Deswegen habe ich mich da auch für 3 Stück entschieden. Hier habe ich ein Set, das habe ich bei Vinted gefunden und ich habe einfach sofort an den Papa gedacht. Das besteht einmal aus einem Pullover von Anthony's Family in 56 und dann dieser süßen Hose hier. Das sieht einfach aus wie so eine Anzugshose. Und ich finde es so goldig, weil der Papa hat genau dieselbe Hose und ich finde es so süß. Und das ist einfach so ein tolles Set. Das wird richtig toll aussehen, wenn der Papa und der Kleine das zusammen anhat. Dann habe ich noch ein Set gefunden bei Vinted, was ich auch unbedingt haben wollte. Und zwar einmal auch von H&M in weiß-grün gestreift mit passender Hose dazu. Und auch mit passender Mütze. Das ist in Größe 56. Und ich habe tatsächlich dasselbe Set nochmal, allerdings in 56. Also einmal 50, einmal 56. ja, weil ich es einfach so süß finde. Dann habe ich auch noch ein bisschen was an Steifsachen. Zum Beispiel hier diese Hose habe ich auch bei Vinted. Die war mit in so einem Paket drin. Und natürlich auch noch ein paar Steif-Bodies, ganz einfache. Und auch solche Steif-Schlafanzüge hier in kleinen, so kleine Einteiler. Das hier ist, glaube ich, mit einer meiner absoluten Lieblingsteile vom kleinen Babymann. Und ich denke auch, dass es vielleicht das Homecoming-Outfit wird oder sowas, aber ich liebe es einfach extrem. Das ist auch von H&M ein Set und ich habe es tatsächlich heute bei Vinted nochmal in 56 gekauft.
Das hier ist nämlich 50 und ich bin mir halt, wie gesagt, nicht sicher, ob er das überhaupt einmal tragen wird, weil er halt angeblich ein sehr, sehr großes und schweres Kind werden soll. Genau. Einmal das hier mit passender Mütze auch wieder und auch der passenden Hose. Das ist aber, wie gesagt, ein 50. Ich habe es nochmal in 56 gekauft. Auch bei Vinted könnt ihr da so krasse Schnäppchen machen, weil das kostet zum Beispiel, glaube ich, 18 Euro bei H&M. Ich habe jeweils 4 Euro bezahlt. Also schaut auf jeden Fall bei Vinted, auch wenn man wirklich lange suchen muss, aber es lohnt sich. Ich habe nämlich auch ebenfalls ein Set Ewigkeiten bei Vinted gesucht. Es ist von Steif und ich wollte es unbedingt haben. Ich habe es bei TikTok bei einer anderen Mama gesehen und ich musste es einfach haben. Das besteht einmal aus dieser süßen Jacke hier von Steif, so ein Strickset. Das ist in 56 und der passenden Hose und ich finde es so süß. Und auch wenn es echt ganz schön teuer war, auch noch gebraucht, war es immer noch viel, viel günstiger, als es neu zu kaufen. So, jetzt habe ich hier noch zwei Sets, die ich euch zeigen wollte und dann fangen wir mal mit den großen Teilen an. Also ich habe zum Beispiel hier dieses Set bei Vinted gefunden und ich bin mir nicht sicher, ob er da überhaupt jemals reinpassen wird. Es wirkt nämlich sehr, sehr klein. Das ist von Next. Genauso wie dieses hier. Das ist auch so unglaublich mini. Schaut es euch an. Es soll eine Neugeborenengröße sein. Aber mal gucken, ob er da überhaupt jemals reinpassen wird. Und dann habe ich auch noch von Next diesen süßen Strampler hier gefunden auf Vinted. Der ist auch so mini. Also bei Next, da bekommt ihr wirklich, und bei Carters, sehr, sehr kleine Kleidung. So, das war jetzt erstmal das Grobe an Kleidung. Ich habe natürlich nicht alles gezeigt, wie beim letzten Mal, sonst würde es den Rahmen komplett sprengen. Aber ich zeige euch auf jeden Fall nochmal alles ein bisschen genauer, wenn ich euch ein Video zum Wickeltisch allgemein mache. Jetzt fangen wir an mit den anderen Sachen. Und zwar ist bei uns wieder ein Tragetuch eingezogen. Und zwar wieder von Little Wombat. So heißen die, glaube ich, so spricht man die, glaube ich, aus. Ich hatte tatsächlich schon bei der kleinen Maus eins von Little Wombat und ich mag die sehr, sehr gerne. Könnt ihr einmal auch das Logo sehen. Genau, seht ihr das? Kamera ist heute so weit weg. Ich habe mich hier für ein blaues entschieden. Ja, ist meine Entscheidung, in welchem Tragetuch ich mein Kind trage. Denn tatsächlich, nein, da ist mir nicht wichtig, Junge, blaues Tragetuch. Ich habe mir nämlich noch eins gekauft und zwar ein komplett wirklich, ja, nicht jungstaugliches Tragetuch. Nämlich mit so richtig schönen floralen Muster drauf in Senfgelb. Und ja, mir ist wirklich total egal. Ich würde auch in einer rosanen Trage mein Kind tragen, weil da ist es für mich ein Kleidungsstück und nicht für mein Kind. Genau. Natürlich, Farben sind auch überall für jeden da. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, das Tragetuch verlinke ich euch auf jeden Fall auch mal in der Infobox. Das hier auch von Little Wombat. In der Zwischenzeit kam auch unser neuer Kinderwagen an. Aber der steht noch original verpackt seit Wochen bei uns in der Abstellkammer. Weil wir erstens keinen Platz haben, den aufzubauen, also danach unterzubringen, wenn nachdem er aufgebaut ist. Und zweitens wollte ich auch nicht, dass er irgendwie noch einstaubt. Jetzt, wenn das Kinderzimmer hier fertig ist, dann werden wir ihn aufbauen und erstmal hier reinstellen, damit er auch schön auslüften kann. Aber ich habe dafür schon ein bisschen was an Zubehör natürlich auch gekauft. Unter anderem einen kleinen Fußsack für die Babyschale. Der ist von Jules. Und nein, wir haben keinen Jules-Kinderwagen. Wir haben uns tatsächlich für einen Bugaboo Fox entschieden. Aber ich finde diesen Babyfußsack hier so, so schön. Und vor allem mit diesem dunkelblauen Stoff finde ich es auch richtig, richtig schön. Das ist eine perfekte Kombi, weil der Kinderwagen beige ist. Und der ist auch nicht so dick. Der ist für den September wirklich optimal. Man könnte ihn auch in der Babyschale verwenden, glaube ich, im Auto. Da habe ich jetzt aber schon von mehreren gehört, dass es wohl nicht empfohlen wird. Wir wollten ihn dafür sowieso nicht nutzen, weil wir dafür etwas Separates haben wollen. Aber in der Babyschale, falls es dann doch mal im September oder Oktober ein bisschen kühler wird, da wollte ich gern diesen Jules-Sack haben. Auch der ist von Vinted, also da könnt ihr wirklich, ich habe, glaube ich, 20 Euro bezahlt und neu kosten die, glaube ich, 90. Also ihr könnt wirklich ordentlich sparen bei Vinted. Passend zum Kinderwagen habe ich hier auch Maxi-Cosi-Adapter bzw. Babyschalen-Adapter.
Da seht ihr auch nochmal, dass wir uns für einen Bugaboo Fox entschieden haben. Ja, das sind natürlich so Zubehörteile, die ist einfach ein Must-Have. Genauso wie ein Getränkehalter, auch der musste natürlich für unseren Kinderwagen mit. Von unserer kleinsten Tochter haben wir auch noch das Lammfell übrig, also all solche Sachen, auch noch ein Fußsack für den Kinderwagen. Das benutzen wir natürlich alles weiter. Und dann kam tatsächlich auch schon ein nächstes größeres Teil an. Und zwar ist das unsere Duna Babyschale. Und zwar die neue Duna X haben wir uns diesmal gekauft. Wir hatten ja schon bei unserer kleinsten Maus die Duna Babyschale, aber die normale. Und jetzt haben sie eine Duna Babyschale mit Liegefunktion rausgebracht. Und die finde ich natürlich deutlich besser. Genau, und die kam jetzt tatsächlich gestern erst per Post an. Wir sind super begeistert von der Babyschale. Man kann sie nämlich auch gleichzeitig als kleinen Kinderwagen sozusagen benutzen. Und wir haben uns hier auch für ein Blau entschieden. Es sind natürlich auch noch ein paar Sachen fürs Babyzimmer eingezogen. Unter anderem habe ich ein Set bestellt. Einmal aus dieser wunderschönen Bettschlange. Und hier seht ihr auch schon die Farbe, die das Babyzimmer haben wird. Es wird ein richtig schönes Rauchblau werden. Und eine Wickelauflage bzw. einen Wickelauflagenbezug für unsere Wickelauflage. Die ist ja auch schon von unserer ersten Tochter noch übrig. Und da habe ich immer solche Bezüge drauf gehabt. Und da habe ich mir jetzt einen neuen anfertigen lassen. Natürlich auch in der Zimmerfarbe dann. So sieht das Ganze aus. Und ich bin total gespannt. Ich werde das wahrscheinlich heute alles schon draufziehen. Das verlinke ich euch übrigens auch mal in der Infobox, wo ich mir das anfertigen lassen habe. Ich finde das nämlich immer recht schwierig. Das machen ja nicht alle Handmade-Shops, dass sie wirklich Sachen anfertigen auf schon bereits vorhandene Sachen. Ich habe zum Beispiel bei derselben Dame jetzt auch einen neuen Bezug für eine andere Bettschlange anfertigen lassen, beziehungsweise für unsere Kinderwagenschlange. Die Kinderwagenschlange ist nämlich aktuell rosa und die hätte ich gerne auch passend zum Fußsack für den Kinderwagen in dunkelblau. Außerdem habe ich natürlich auch noch so ein paar Bildchen hier schon eingerahmt. Und wir haben auch noch ein Trofast-Regal gekauft bei IKEA und die Kisten stehen hier auch schon neben mir und da habe ich ein richtig cooles Do-it-yourself vor. Also ich möchte das so ein bisschen aufpimpen, dafür habe ich auch noch ein paar Sachen gekauft. Das zeige ich euch dann aber auf jeden Fall, sobald es steht, beziehungsweise im Kinderzimmervideo dann. Wir haben auch schon einen Hochstuhl fürs Baby und alle, die mich kennen, wissen, dass wir absolute Nomi-Liebhaber sind. Und dementsprechend gab es natürlich für unseren dritten Babyboy jetzt auch einen Nomi-Babystuhl. Genau, ein Hochstuhl mit der passenden Babywippe aktuell und dem Spielebogen. Für den Spielebogen brauche ich irgendwie noch so einen Anhänger, das ist mir noch ein bisschen zu leer da oben. Aber ansonsten passt das eigentlich. Ich habe natürlich auch schon alles an Windeln besorgt. Ich habe auch schon den Drogerieeinkauf gemacht für das kleine Babymäuschen. Aber dazu kommen dann wieder extra Videos. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr ein Kliniktaschenvideo haben wollt. Ist vielleicht nochmal ganz cool zu sehen, was so eine Dreifachmama in die Kliniktasche einpackt. Außerdem auch gerne auf Instagram und TikTok folgen, weil da habe ich auch schon einige Videos zu den ganzen Kleinigkeiten hochgeladen, zum Beispiel Wochenbett-Must-Haves oder ähnliche. Im Groben und Ganzen war es aber auch schon wieder. Also aktuell fehlen natürlich auch noch ein paar Sachen. Wir brauchen zum Beispiel noch ein paar Sachen fürs Kinderzimmer, ein Teppich, ein Himmel. Das Mobile für den Wickeltisch ist noch nicht da, das habe ich aber auch schon bestellt. Wir brauchen noch eine Matratze fürs Babybett, weil die Matratze aktuell bei unserer Kleinsten im Bett liegt und ich die natürlich auch nicht wegnehmen möchte, sonst hat sie keine Matratze mehr. Wir brauchen noch eine Einschlagdecke für die Babyschale. Wir brauchen noch eine Babyschale. Wir haben ja nur die Duna und die ist für mich als normale Babyschale so einfach zu klobig. So, dementsprechend, das hatten wir beim letzten Mal auch, hätten wir gerne noch eine normale Babyschale dazu. Ich denke, da wird es wieder eine von Duna werden. Die hatten wir beim letzten Mal auch und die sind auch echt super. Aber da haben wir nächsten Monat einen Termin bei Zweckperten. Oder lassen wir uns fleißig beraten und mal gucken, in welchem Bereich ich euch da mitnehmen kann. Auf jeden Fall auf Instagram in der Story. Ja, ansonsten sind es auch ein paar Kleinigkeiten wie Spucktücher, bisschen was, ja, so Kleinigkeiten. Ich habe das diesmal so gemacht, dass ich mir eine Amazon-Liste gemacht habe mit allem, was noch fehlt. Mit so Kleinigkeiten, die richtig tolle Geschenke sind. Also zum Beispiel ein Paket Spucktücher oder ähnliches. Was man halt, was nicht so teuer ist, was man super zu einer Babyparty schenken kann. Ich weiß natürlich nicht, ob eine Babyparty stattfindet. Ich habe diesmal echt gedacht, okay,
Ich plane die diesmal nicht selber. Ich lasse einfach mal alles auf mich zukommen. Vielleicht macht das ja einer von meiner Familie oder von meinen Freundinnen. Und genau, ich habe also eine Liste fertig gemacht und da sind halt so Sachen drauf, die wir noch bräuchten, die ich aber jetzt bewusst nicht kaufe, einfach weil sie ein tolles Geschenk sind. Das ist ein Mega-Tipp für euch, falls ihr ja auch schwanger seid, dass ihr euch ein paar Sachen einfach aufspart, die zum Beispiel dann Freunde und Familie schenken können. Weil es gibt einfach, wenn ihr alles kauft, gibt es halt einfach kaum noch Möglichkeiten, was man euch schenken kann. Und ich habe das bei meinen anderen beiden Mädels gemerkt, man schenkt einfach viel zu viele Sachen, die nachher im Endeffekt unnötig sind. Und das ist total Verschwendung und absolut nicht schön. Und dementsprechend habe ich mir das diesmal so rum überlegt. So, ich freue mich jetzt. Ich kann jetzt nämlich endlich das Babyzimmer komplett einrichten, weil ich euch jetzt alles gezeigt habe. Und ich bin gespannt aufs nächste Video. Ich mache euch auf jeden Fall mal wieder ein Schwangerschaftsupdate. Aber falls ihr, wie gesagt, up to date sein wollt, dann gerne auf Instagram folgen. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!